Beethoven verbrachte 35 Jahre seines Lebens nicht in Bonn. Ich bin fast auf die Woche genau 35 Jahre aus Bonn weg, komme aber immer wieder sehr gerne hierhin. Das hat Beethoven leider nicht getan. Tja, hätte es damals schon die Bürger für Beethoven gegeben. Meine Damen und Herren, Geschichte werde von Siegern geschrieben, heißt es gemeinhin. Wer sind dann, sollte die Aussage zutreffen, die für die Musikhistoriografie verantwortlichen Sieger? Und im Kampf über wen hätten die Gewinner der Geschichte das Feld siegreich verlassen? Dass Ludwig van Beethoven als ein Sieger dasteht, als ein vielleicht nicht mehr mythisch, aber doch kultähnlich Verehrter, wird man immer noch feststellen können. Zu oft ist von ihm in der Vergangenheit erzählt worden, er habe im Ringen mit nichts Geringerem als Schicksalsmächten die Oberhand behalten, sei titanenhaft den Launen missgünstiger Götter entgegengetreten, gleichsam ein Prometheus in Menschengestalt, könne für sich beanspruchen, ungeachtet aller Widrigkeiten dem Erbärmlichen des Erdendaseins Musik von überzeitlicher Allgültigkeit abgetrotzt zu haben. Solche Narrative haften im kollektiven Gedächtnis. Wenn heute Leitbilder für alles entworfen und Profile von allem geschärft werden, dann reichen im Falle Beethovens nur höchste Attribute aus. Genie, Revolutionär, Humanist oder Visionär sind einige davon. Auch im 21. Jahrhundert dient der Komponist, den die Muse am Rhein küsste und an der Donau zur Vollendung führte, als Legitimationsinstanz für gesellschaftliche und kulturelle Ideale, etwa für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wie sie zuerst die Französische Revolution postuliert hat, oder für die Unbedingtheit eines künstlerischen Individualismus, die radikal dem Streben nach Innovation verpflichtet ist. Beethovens Persönlichkeit und Musik scheinen Orientierung in einer zunehmend verwirrten Welt zu bieten, geistigen Halt dort zu versprechen, wo Ordnungen mehr und mehr verrutschen. Dies alles und mehr ist unser Beethoven. Er ist ein Sieger der Geschichte. Wer aber war Beethoven? Wer war er in der Vergangenheit, also in jener ausgedehnten Zeitzone, die uns entzogen, in jenem Territorium, das unzugänglich, unkorrigierbar ist, das sich im alles versiegelnden Permafrost erstreckt? Vergangenheit tritt uns als ein dunkel chaotischer Daten- und Ereignisdschungel entgegen. Um mit ihr etwas anfangen zu können, verwenden wir Menschen ein probates Werkzeug, nämlich die Geschichte, genauer die Geschichtserzählung und Geschichtsschreibung. Vergangenheit und Geschichte bedeuten zwar im alltäglichen Sprachgebrauch etwas einander ziemlich Ähnliches, doch sind sie bei näherem Hinsehen durchaus verschiedene Gebiete. Geschichte, wie ich sie verstehen möchte, ereignet sich nämlich nicht, sie wird gemacht. Wann immer wir uns, aus welchen Gründen auch immer, mit der Vergangenheit abgeben, und dafür haben wir als Individuen wie auch als Mitglieder menschlicher Gesellschaften stets Gründe, etwa biografische, politische und legitimatorische, wenn wir uns also mit Vergangenem beschäftigen, führt das über kurz oder lang zur Konstruktion von Geschichte. Vergangenheit und Geschichte stehen immer in konkreten lebensweltlichen Zusammenhängen einer jeweiligen Gegenwart. Deshalb sind wir auch ständig bemüht, die aus der Vergangenheit gemachte Geschichte unserer Jetztzeit anzupassen. Vergangenheit ist statisch. Geschichte und ihre Konstruktion unterliegen dagegen dem Wandel. Ungeachtet der Frage, ob wir die vorgeschlagene Differenzierung zwischen Vergangenheit und Geschichte akzeptieren wollen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass von einer durchdringenden Erkenntnis des Vergangenen nie die Rede sein kann.
Vergangenheit ist uns vielmehr immer nur in der Begrenztheit unserer Erzählungen, die wir aus überlieferten Quellen aller Art bilden, vortragen und schreiben, eben nur in der von uns gemachten Geschichte erahnbar. Diese skeptische Sicht mag manch einem im Saal denn doch zu trübe gestimmt sein. Eine solche Einschätzung teile ich allerdings nicht, denn die nüchterne Einsicht in das Verhältnis von Vergangenheit und Geschichte schärft das Verständnis für die Rolle der Geschichte in der Gegenwart. Die Elemente des Beethoven-Bildes, wie sie eingangs kursorisch angeführt wurden, verlieren ja nicht umstandslos ihre Gültigkeit, nur weil wir sie als Resultate einstiger Geschichtsmacherei durchschauen. Wer im Glashaus sitzt, sollte bekanntlich vorsichtig mit dem Werfen von Steinen sein. Aber es könnte für einen lebendigen Umgang mit Erscheinungen der Vergangenheit wie beispielsweise Beethoven förderlich sein, uns nicht mit einem zu selbstsicheren »Das ist er« oder »So ist es gewesen« zufrieden zu geben, sondern offen zu bleiben für die Möglichkeit, erkennbare Spuren aus der Vergangenheit anders zu lesen als gewohnt. Eine der Spuren, die einen tiefen Abdruck in der Vergangenheit hinterlassen haben, von der älteren Forschung und Biografik gleichwohl eher vernachlässigt wurden, führt zu Beethoven als einem Hofmenschen. Wie das? Haben wir nicht alle verinnerlicht, dass Beethoven als revolutionär gesinnter Republikaner aufgetreten sei, so engagiert, dass er als Vorkämpfer eines demokratischen Gesellschaftsverständnisses gelten könne? Was soll dieser Mann, der doch schon 1795 von einer Zeit träumt, ich zitiere, wo es nur Menschen geben wird und beinahe bitter hinzufügt, dass bis dahin, Zitat, wohl noch Jahrhunderte vorübergehen würden, was soll Beethoven innerlich mit der feudal-absolutistischen Hofwelt in der Prägung der Zeit um 1800 verbunden haben, zumal diesem System doch durch die Französische Revolution der Todesstoß versetzt worden sei, wie es in den Geschichtsbüchern steht. Gewiss, er begann seine Musikerlaufbahn am Bonner Hof Maximilian Franzens, des Kurfürsten und Erzbischofs von Köln, aber diese Lebensstrecke durchmesse doch, so hört man häufig genug, allenfalls das Vorfeld beim Start zum Höhenflug des eigentlichen, des Wiener Beethovens. In der K&K-Residenzstadt habe er dann eine Existenz als selbstbestimmter Bürger geführt, als freier Mensch mit durchgestrecktem Rücken und nicht mit dem Buckel des Höflings. Darauf allein komme es an. Ich kann nicht Fürstendiener sein, bekennt der Marquis von Posa in Schillers 1787 fertiggestelltem Drama Don Carlos, ein Satz, der auch aus dem Munde unseres Komponisten stammen könnte. Der Hofmensch Beethoven, bedauerliche Verfehlung des Themas, so ließe sich fragen. Um hierauf zu entgegnen, meine Damen und Herren, kehren wir zurück zu unserer Anfangsfeststellung, Geschichte werde von Siegern geschrieben und fügen hinzu oder von solchen, die sich für Sieger halten. Im Zusammenhang mit der Formung eines modernen Bildes vom Künstler, zu dem Motive wie ein freies Dasein oder ein allein den Gesetzen der Kunst verpflichtetes Schaffen gehören, sind als Frontkämpfer die Rhetoren der Französischen Revolution zu nennen. Sie haben, wie es der Kunsthistoriker Martin Warnke 1985 in seiner bahnbrechenden Studie zum Hofkünstler formulierte, die 5 Jahrhunderte höfischer Kunstorganisation als eine einzige Blockveranstaltung despotischer Unterdrückung und Manipulation hingestellt, durch die Tugenden und Talente missbraucht worden seien. Mit dem entschiedenen Willen, die bedingungslose Autonomie der Künste durchzusetzen, wurde, noch einmal Warnke, eine scharfe Trennlinie zwischen bürgerlicher und höfischer Kultur gesetzt und die höfische Kultur insgesamt in das Arsenal der abgestorbenen, überwundenen geschichtlichen Erinnerungen verbannt.
In der im Laufe des 19. Jahrhunderts sich entfaltenden Musikgeschichtsschreibung inbegriffen die Musikerbiografik im Allgemeinen, die Beethoven-Biografie im Besonderen, dominierte der neue, der bürgerliche Zugriff auf die Vergangenheit. Die Siegergeschichte war diejenige der Bürger und ihrer durch sie mehr und mehr geprägten Gesellschaft. Im zähen Kampf um die Durchsetzung ihrer Rechte und Anschauungen hatten sich Einzelne, so wollte man es sehen, als Helden hervorragend bewährt, konnten wegen ihres kraftvollen Einsatzes für das Ideal von Freiheit und Tugendhaftigkeit als Vorbilder verehrt werden. Unter den Musikern zuallererst und triumphal Beethoven. Aus dem Boden bürgerlicher Weltsicht wuchs der Mythos hervor, der diesen Komponisten zum ersten Klassiker der modernen Tonkunst kürte, ihn in die Sphäre des Sakralen erhob und sein Weltbürgertum aus dem Geist der deutschen Nation pries. Was den idealisierenden Blick auf die Lichtgestalt Beethovens störte, wurde marginalisiert oder verdrängt. Namentlich das einflussreiche Bildungsbürgertum, das seine Identität durch Hinwendung zu Literatur, Wissenschaft und den Künsten stärkte, sich über die Mitwirkung am, ja über die maßgebliche Gestaltung des kulturellen Lebens den Raum öffentlicher Repräsentation schuf, reklamierte Beethoven nachdrücklich für sich. Mit ihm an der Seite sollte es gelingen, die Welt des Ancien Regime und deren Nachlass ein für allemal hinter sich zu lassen. Genie, Revolutionär, Humanist oder Visionär haben wir eingangs als immer noch aktuelle Attribute des Komponisten identifiziert. Darüber den Bürger Beethoven zu vergessen, würde eine erhebliche Leerstelle bedeuten. Das vertraute Bild auf der Leinwand der Geschichte, das ich hier mit grobem Stift reproduziert habe, weist seit eh und je blinde Flecken auf. Dadurch wird es, wie gesagt, nicht einfach falsch oder überholt, aber unscharf. Wir könnten, wenn wir uns zu genauerem Hinsehen entschlössen, in der Vergangenheit mehr sehen, als das gewohnte Beethoven-Bild wiedergibt. Dafür müssten wir freilich den Sehepunkt ändern, wie es der Theologe Johann Martin Klatny schon im 18. Jahrhundert vom Historiker forderte, um uns in den Stand zu setzen, historische Wirklichkeit aus alternativen Perspektiven zu betrachten. Das wollen wir im Folgenden tun, indem wir uns nicht die Opposition von höfischer Gesellschaft auf der einen Seite, bürgerlicher auf der anderen zu eigen machen, nicht die scharfe Trennlinie zwischen bürgerlicher und höfischer Kultur ziehen, von der Warnke gesprochen hat, sondern Beethovens Existenz im Treibsand einander widerstrebender Tendenzen und noch weitgehend unentschiedener politischer, gesellschaftlicher und kultureller Vorgänge ansiedeln. Die erste und angesichts weitbekannter Tatsachen nahe der Selbstverständlichkeit gelegene, gleichwohl zentrale Feststellung hat Beethovens Sozialisation in Bonn zu gelten. Gebeint ist mit dem sozialwissenschaftlichen Terminus der Sozialisation, folgt man einschlägiger Literatur, der Prozess, durch den in wechselseitiger Interpendenz zwischen der biopsychischen Grundstruktur individueller Akteure und ihrer sozialen und physischen Umwelt relativ dauerhafte Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsdispositionen entstehen. Was einem in lexikografischer Abstraktion unanschaulich vorkommen mag, wird in der Übertragung auf ein konkretes Beispiel leicht klar. Der aufwachsende Beethoven, um ihn geht es uns ja, als leibhaftige Erscheinung und als individuelle Persönlichkeit trifft auf andere Menschen in Familie, Nachbarschaft und bei der beruflichen Tätigkeit. Bei diesen Begegnungen ereignen sich gegenseitige Einflussnahmen, alltäglich banale wie bemerkenswert nachdrückliche.
Die Summe dieser mal positiven, mal negativen Erfahrungen prägt nachhaltig Beethovens Sicht auf die Welt, in der er sich bewegt. Durch Lebensanforderungen zeitig erwachsen geworden, bestimmt sie die Art und Weise, wie er Dinge und Geschehnisse aufnimmt, verarbeitet und wie er sich ihnen gegenüber verhält. Ein Ort von Beethovens Sozialisation, ein zunehmend einflussreicher, schließlich dominanter, ist der Hof. Vermittelte Wirklichkeit wird er für ihn sehr früh durch den Vater, der seinerseits schon als Kind in die Dienste der kurfürstlichen Kapelle eingeführt worden war und als 16-Jähriger eine bezahlte Stelle als Hofmusiker angetreten hatte. Unmittelbar erfahrene Realität wird der Hof für Beethoven, als auch er nach einigem zeitlichen Vorlauf 1784 definitiv in dessen Dienste tritt und eine Laufbahn als Hofmusiker offen vor sich liegen sieht. Der Junge begreift sich während seiner Adoleszenz von später Kindheit über die Jugendjahre bis ins frühe Erwachsenenalter an definierter Stelle in der höfischen Hierarchie und er verinnerlicht sie als Instanz von Daseinssicherheit. Mehr noch, sie verschafft ihm gesellschaftliche Reputation für jedermann ablesbar an der höfischen Kleidung, in die gewandet er regelmäßig von der elterlichen Wohnung durch die Bonner Straßen zum Dienst geht. Eine Vorstellung von dieser repräsentativen Ausstattung liefert uns in heimatlichem Tonfall ein Nachbar der Beethovens, der Bäckermeister Gottfried Fischer. Seh, grüne Frackrock, grüne kurze Hose mit Schnalle, weiße Seide oder schwarze Seidestrümpf, Schuhe mit schwarzem Schlöpp, weiße geblümte West mit Klapptaschen, mit Jabot, dat West mit echte goldene Kochtumsetz, frisiert mit Locken und Haarzopf, Glackhut unterm linken Arm, sein Degen an der linken Seite mit einer silberne Koppel trug. Das heißt, in Übersetzung und ein wenig geordnet, seegrüne Frackjacke, grüne kurze Hosen mit Schnallenverschluss, weiße oder schwarze Seidenstrümpfe, Schuhe mit schwarzen Schnürsenkeln, weiße geblümte Weste mit echt goldener Kordel umstickt und mit Klapptaschen versehen, der Brustschlitz des Hemdes an beiden Seiten mit angenähtem Batist oder Seidenbesatz, Lockenfrisur und Haarzopf, dreispitz unter dem linken Arm getragen, Degen an der linken Seite mit silberner Koppel. In dieser Uniform nahm sich der junge Beethoven als Hofmensch wahr. Sie markierte seinen Status und befestigte seine Selbstwahrnehmung in der Gesellschaft. Nichts spricht dafür, er habe sich darin unwohl gefühlt und danach getrachtet, sich daraus zu befreien. Überhaupt gibt es keinen Hinweis auf Versuche, den Dienst zu quittieren, abgesehen davon, dass das gar nicht möglich gewesen wäre. Im Gegenteil, dass er eines Tages in herausgehobener Position der Bonner Hofkapelle vorstehen könnte, wie dies schon der Großvater getan hatte, dürfte er als erstrebenswert empfunden haben. Jedenfalls ereignete sich die Lösung aus der Hofposition ungewollt, als Kurfürst Maximilian Franz kriegsbedingt seine Residenz 1794 verlassen musste. Sein begabtes Kapellmitglied hatte er 2 Jahre zuvor zu Studienzwecken nach Wien geschickt, damals wohl in der Erwartung, Beethoven als fertigen Musiker zurückzubekommen. Die Zeitläufte durchkreuzten diese Pläne. Der Stipendiat drohte mittellos in der Fremde dazustehen. Doch an dieser Stelle beginnt nun keineswegs, wie es landläufig in den Biografien heißt, Beethovens von den Dienerfesseln befreites bürgerliches Künstlerdasein im emphatischen Sinn. Denn auch wenn er nicht mehr förmlich einem Hof angehörte, so ruhte Beethovens Existenz in Wien bis auf Weiteres zur Gänze auf den seit langem etablierten Praktiken aristokratischer Patronage.
In diesen gesellschaftlichen und kulturfördernden Verhältnissen fühlte Beethoven sich nicht fremd, im Gegenteil. Mochte sein Charakter auch eine gewisse Ungebärdigkeit, eine Neigung zum Raptus zeigen, immer vorausgesetzt, entsprechende Schilderungen entsprechen der Wahrheit und verdanken sich nicht dem zeitgenössischen Interesse, ein junggenialisches Image des Künstlers zu verstärken. Auf den Gedanken kann man ja auch kommen, wenn man diese wunderbaren Bagatellen eben gehört hat. So hatte er doch in Bonn am Hof, vor allem aber durch die Fürsorge der Familie von Breuning, namentlich Helenes von Breuning, genügend gesellschaftliche Umgangsformen gelernt, um in Häusern der Oberschicht eine gute Figur, und das hieß eine Hofgemäße, zu machen. Wie schon Mozart in den 1780er Jahren, vermochte auch Beethoven erfolgreich ein Leben ohne Amt zu führen, weil er sich im System aristokratischer Kunstträgerschaft einen auskömmlichen Platz zu erobern verstand. Unter anderem spielte hierbei eine geschickte Dedikationsstrategie eine wichtige Rolle. Von den 81 Werkdrucken, die Beethoven in den Jahren 1793 bis 1810 herausbrachte, widmete er 78 hohen und höchsten Angehörigen der Aristokratie und des Hofes. Zu den lediglich drei bürgerlichen Widmungsträgern gehörten Joseph Haydn und Antonio Salieri, beides hochrenommierte Hofkünstler. Als Beethoven die ihn tief verstörende Wahrnehmung zunehmender Gehörseinbuße hinnehmen musste, das sogenannte Heiligenstädter Testament von 1802 zeugt von der Erschütterung, die sie auslöste, muss ihm nicht nur zu Bewusstsein gekommen sein, dass dem Verkehr in adeligen und höfischen Kreisen sowie seiner Präsenz als Virtuose in der Öffentlichkeit keine lange Dauer mehr beschieden sein, sondern auch, wie rasch seine Aussicht auf eine Hofposition in Wien schwinden würde. Das galt umso mehr, als ein Quereinstieg in die von lang erworbener Anwartschaft und Anciennität bestimmte höfische Stellenordnung ohnehin schwierig war, selbst wenn man wie Beethoven zum Hof eines Herrschers aus Habsburger Familie gehört hatte. Vor diesem Hintergrund gewinnt eine Episode in Beethovens Leben eine viel größere Bedeutung, als ihr allgemein zugebilligt wird, nämlich die ihn im Spätjahr 1808 erreichende Berufung zum Kapellmeister am Kasseler Hof Jérôme Bonaparte, Königs von Westfalen. Auf dem 1807 von Napoleon nach dem Frieden von Tilsit aus Gebieten Kurhessens, Braunschweigs, linkselbischen Gebieten Preußens sowie Hannovers zusammengefügten Herrschergebiet sollte ein Modellstaat entstehen, der mit seiner modernen Rechtsordnung und Verwaltung nach dem Willen des französischen Kaisers als Vorbild für die deutschen Staaten des Rheinbundes gedacht war. Dass die national gesinnte deutsche Geschichtsschreibung des späteren 19. Jahrhunderts an diesem nur 7 Jahre währenden Musterkönigreich kein gutes Haar ließ und auch Jérôme, dem wegen seines leichtsinnigen Lebenswandels der Spitzname König Lustig beigelegt worden war, eher als Spottfigur behandelte, versteht sich beinahe von selbst. An diesem frivolen Marionettenhof also hätte Beethoven Dienst tun wollen, der kerndeutsche, moralisch integre Komponist im Flitterreich eines französischen Lasterhofs? Das konnte nicht ernst gemeint sein, da waren sich Biografen schnell einig und sind es teilweise bis heute. Und glücklicherweise kam ja dann auch alles ganz anders. Vom einstigen Zerrbild eines von Beginn an verderbten und zum Scheitern verurteilten französischen Satellitenstaats auf deutschem Boden hat die moderne Geschichtswissenschaft nicht mehr viel übrig gelassen und längst die fortschrittlich entworfene und zum Teil auch umgesetzte Verfassung dieses Modellstaates gewürdigt. Zeugt es nicht auch von guter Kennerschaft und hohem Anspruch des Hofes, unter den vielen nach 1800 tätigen Komponisten Beethoven zu wählen und ihn
in die oberste Leitungsposition der Kasseler Hofmusik berufen zu wollen? Beethoven jedenfalls hat das Angebot als Ehre aufgefasst und unmissverständlich den Willen bekundet, es anzunehmen, zumal es mit einer splendiden Gehaltszusage verbunden war. Er konnte zunächst nicht damit rechnen, dass seine bekundete Absicht eine Art Wettbewerb um seinen Verbleib auslösen würde. Als nämlich im engsten Kreis von Beethovens hochmögenden Förderern der Ruf aus Kassel bekannt wurde, liefen Bemühungen an, den Umworbenen in Wien zu halten. Koordiniert wurden sie von Beethovens Duzfreund, dem Juristen Ignaz Freiherr von Gleichenstein. Der Komponist befand sich plötzlich in der für ihn vorteilhaften Lage, modern gesprochen Bleibeverhandlungen führen und angesichts der vom Kasseler Hof gemachten Vertragszusagen alles andere als bescheidene Forderungen anmelden zu können. Aus den entsprechenden Dokumenten seien nur zwei für unseren Zusammenhang bedeutsame Bedingungen Beethovens hervorgehoben. Zum ersten ging es ihm, erneut mit einem Begriff unserer Tage bezeichnet, um ein ihm, Zitat, von einem großen Herrn auf Lebenszeit zu gewährendes, bedingungsloses Grundeinkommen. Es sollte ihn vollständig in den Stand setzen, sich ohne alle anderen Verpflichtungen seinem kompositorischen Schaffen zu widmen. Beethoven beanspruchte dieses Privileg, allein aus seinem Selbstbewusstsein heraus ein herausragender Künstler zu sein und leitete weitergehend ein Sonderrecht nicht aus Geburt, sondern aus Geistesadel ab. Dies war nun gänzlich unbürgerlich. Verstand doch das Bürgertum genau umgekehrt die individuelle und täglich zu erbringende Leistung als Rechtfertigung für einen aus ihr zu ziehenden finanziellen Gewinn und weiterhin eine daraus abzuleitende gesellschaftliche Stellung. Der von Beethoven angestrebte Status entsprach in analoger Weise dem eines Hofkünstlers, wie es ihn spätestens seit der Renaissance immer wieder gegeben hatte. Aus diesem Verständnis ging die nächste, nun nicht mehr überraschende Forderung des Komponisten hervor. Sie lautete, und ich zitiere aus diesem Dokument, sein, also Beethoven spricht, sein größtes Verlangen und sein heißester Wunsch wäre es, einst in wirkliche kaiserliche Dienste zu kommen und durch den in dieser Stellung zu erwartenden Gehalt einst in den Stand zu kommen, auf den obigen, also den der Leibrente, ganz oder zum Teil Verzicht leisten zu können. Einstweilen würde schon der Titel eines kaiserlichen Kapellmeisters ihn sehr glücklich machen. Könnte ihm dieser erwirkt werden, so wäre ihm der hiesige Aufenthalt, also der in Wien, noch viel werter. Soweit das Zitat. Die Absicht kann nicht missverstanden werden. Auf den ersten Schritt einer Erhebung in den Stand eines zumindest der Sache nach uneigentlichen Hofmusikers sollte der zweite folgen, die ihn zu einem rechtmäßigen Mitglied des Wiener Hofes machen würde. Der vormalige Kurfürstliche sah sich als künftiger kaiserlicher Hofmensch. Im Jahr 1809 bedeutete Beethoven dies offensichtlich ein ideales Lebensziel. Dass es nicht erreicht wurde, ist hinlänglich bekannt und selbstverständlich bleibt es des Nachdenkens wert, ob es der Komponist vielleicht später aufgegeben habe. Da der Beethoven-Biografik das Thema ohnehin nicht recht ins Konzept passte, hat sie es gerne marginalisiert und tut das bis heute. Diese Feststellung gilt auch hinsichtlich derjenigen musikalischen Werke, die in enger Nachbarschaft zur Politik und hier zur Restauration seit den mittleren 1810er Jahren stehen. Besser ins Beethoven-Bild fügt sich die berühmte Episode, der Komponist habe das Titelblatt der zunächst Napoleon gewidmeten Eroica in hellem Zorn zerrissen, als dieser sich zum Kaiser gekrönt habe. Hier gehört freilich zur ganzen Geschichte,
dass Beethoven auf dem Deckblatt der von ihm durchgesehenen Partiturkopie den zuvor ausradierten Namen durch den Bleistiftzusatz geschrieben auf Bonaparte restituiert und später in einem Brief an den Verlag Breitkopf und Hertel bestätigt hat, Zitat, die Symphonie ist eigentlich betitelt Bonaparte. Steht jedoch unabhängig davon der ästhetische Rang der Eroica gänzlich außer Frage, so scheint umgekehrt Einmütigkeit darin zu bestehen, die im Umkreis des Wiener Kongresses entstandenen Werke als eines Beethoven unwürdig zu verwerfen. Was soll man halten von der umfangreichen, großbesetzten Kantate der glorreiche Augenblick Opus 136, wenn in ihr die restaurativen europäischen Herrscher aufs Peinlichste gepriesen werden und ein Führer des Volkes mit kräftiger Bassstimme verkündet, ich zitiere, und die alten Zeiten werden endlich wieder sein auf Erden. Da fällt es doch leicht, einem renommierten Beethoven-Forscher beizupflichten, derartiges bildet, Zitat, den Tiefpunkt in Beethovens künstlerischer Laufbahn. Mag sein, aber der Komponist stand zu diesem äußerlich ambitionierten Werk, wollte es auch später noch publizieren und sogar um eine Ouvertüre erweitern. Wer dieses Stück heute unvoreingenommen hört, wird schwerlich verkennen, dass es trotz seiner disparaten Faktur von keinem anderen als Beethoven herrühren könne. Die Siegergeschichte dagegen hat Kompositionen wie diese in die Abstellkammer der Historie entsorgt. Als Fehltritt eines bürgerlichen Revolutionärs, der kurz geblendet vom Glanz versammelter Könige und Herrscher künstlerisch gestrauchelt sei. Das kann ja vorkommen. Was, wenn es anders gewesen wäre? Wenn Beethoven im Wiener Kongress die Chance gesehen hätte, nach einem 25-jährigen Tohuwabohu revolutionärer und kriegerischer Ereignisse wieder zu einer befriedeten gesellschaftlichen Ordnung zurückzukehren, in der er ungestört den ihm gebührenden Platz würde einnehmen können. Eben davon handeln der Text der Kantate und ihre affirmative Musik. Der Triumph, den Beethoven 1814 erlebte und der ihn auf den Höhepunkt seines öffentlichen Wirkens trug, wurde ihm von den Repräsentanten der europäischen Höfe bereitet. Wo anders, wenn nicht an dieser Stelle, konnte sich Beethoven als Künstler im Hofmensch, als Hofmensch im Künstler empfinden, als welcher er in Kindheit und Jugend sozialisiert worden war. Der uns gesteckte Rahmen gebietet, hier abzubrechen und Antworten auf manche der bewusst pointierten Fragen der weiteren Diskussion anheimzustellen. Einer Diskussion, die gerade hier in Bonn verstärkt zu führen wäre. Von dem Sehepunkt aus, den wir versuchsweise eingenommen haben, scheint es geboten, manche Annahmen zu Leben und Werk Beethovens, die uns selbstverständlich geworden sind, auf den Prüfstand zu stellen. Als ein Ziel unter manch anderen, der meines Erachtens auf das Jahr 2020 hin zu intensivierenden Auseinandersetzungen mit Motiven des Siegerbildes, das unser Beethoven-Verständnis nach wie vor zumindest partiell bestimmt, sollte eine neue Justierung der Balance zwischen Hofmensch und Bürger Beethoven vorgenommen werden, um es ganz plakativ zu formulieren. Erst wenn wir den Bonner Beethoven zur Gänze auch im Wiener Beethoven sehen und diesen durch jenen bedingt, wir also die Trennlinie zwischen den beiden aufzulösen trachten, eröffnen sich neue Zugänge zur Komplexität und Ambivalenz von Persönlichkeit und Kunst des Komponisten. Ihn in der Widersprüchlichkeit wahrzunehmen, in der er war und die er verkörperte, dürfte am Ende wahrhaftiger und aufregender sein, als an einem Bild, gar einem Trugbild festzuhalten, das die Geschichte gemacht hat. Vielen Dank.